Ich finde die Strecke aber ganz okay, habe ich schon letztes Mal gesagt. Ich finde die Strecke auch okay, aber nicht, wenn so ein Scheiß passiert. Ja, dann nicht. Okay, beide Ferraris jetzt da. Das ist nicht gut. Ne, wieder die gleiche Stelle. Konstrukteur, sehr schlecht. Warum ist hier denn gelbe Flagge, wenn du da oben stehst? Ja, aber da unten. Wow, da unten ist ja gelbe Flagge irgendwie komischerweise. Alter, diese Stelle, da hast du mich jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal schon gedreht. Immer komme ich mit dem rechten Reifen auf diesen Stein. Da dreht es einen direkt. Gnadenlos. Den darf man nicht berühren, da muss man so weit wegbleiben. Shit. Heftig. Oh na, ist egal. Wie gesagt, beide Ferraris jetzt hier. Das ist nicht so geil. Heißt, man kann die schwer einholen, auch in der Konstrukteur. Ah, die werden Abstand gewinnen. In der Konstrukteur. Ja. Außer die bauen Scheiße und du kommst näher. So, bitte jetzt einmal diese Kurve hier überstehen. Bleib hier ganz, ganz weit weg von diesem doofen Randstein und dann funktioniert das auch. So, und ich fahre die ganze Zeit wieder Sektor. Jetzt kann ich auch mal eine schnellste Runde fahren, wo ich da mich mal nicht raushaue. Oh, das war schlecht. Oh, das war richtig schlecht. Ich dachte, wir wären schon hier. Habe ich ein bisschen verpeilt. Noch ein Safety Car wäre gut. Oh, lila Zeit minus 11,3 Sekunden. Weißt du Bescheid? Oh Mann. Das ist schon irgendwie traurig. Hab ich gut Zeit verloren auf jeden Fall. Mann, ich bin letzter, fahr schneller als der erste. Das ist so bitter. Fast, fährst deutlich schneller. Wenn ich mich nicht drehe. Irgendwann muss ich auch wieder an die Box. Freue mich schon ganz doll drauf. Boah, wie es geleckt hat. Ja, du musst auch noch einmal an die Box, ne? Ja. Also einmal müssen die meisten noch. Weißt du, was du da als nächstes Reifen bekommst? Nope. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann das ist, ich weiß nicht was und ich bin auch gar zu überfordert, das nachzugucken. So gespannt auf was für einen Platz ich lande. Also ich überhole gleich Platz 19. Krass, wie gut du fährst. Mein klar, du bist halt auf lila Reifen. Jetzt hab ihn doch noch nicht überholt, verdammt. DRS habe ich auch nicht. Ich am Messpunkt noch zu weit weg war. Oh, jetzt hält er mich auf. Scheiße, es ist in diesen doofen Kurven hier noch vor mir. Oh, man kann ihn hier einfach nicht überholen. Was verliere ich gerade viel Zeit? Eriksen, ey. Boah!
Der hat mich rausgerammt. Aber mein Auto lebt noch. Ey, dieser Dreckige hat sich einfach nicht beholen, dass man was. Ich bin einfach nur an ihm vorbei. Eine ganze Runde muss ich jetzt hinter dem fahren. Ich bin so aufgehalten, man kann ihn nicht vernünftig überholen. Bin ich wieder zu weit weg auf Startziel. Komm, ey. Carste will, dass ich auf Weiß weiterfahre. Ja, wir haben noch 20 Runden. Ja. Also ich schätze, dass ich nochmal Geld bekomme. Wäre jetzt so meine These. Würde Sinn ergeben. Eriksen, ey. Wieso lässt er nicht einfach einen Red Bull vorbei? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. So, jetzt. Denkt er sich eigentlich dabei? Ja, hallo, ich bin Eriksen und ich halte einen Red Bull auf. Das, obwohl ich überhaupt nicht in den Punkten bin und so und nichts zu sagen habe. Oh, ich schwitze so hart an den Händen gerade, ich bin so aufgeregt. Fahrer vor mir! Bin so aufgeregt. Er hat mir gerade eine neue Strategie vorgeschlagen. Runde 20 auf Gelb. Okay, hört sich ja vernünftig an. Soll gut auf die vor mir fahrenden auf. Nur das Überholen, das dauert immer absolut lange. Irgendwie auf der Strecke. Wenn man die nicht gut erwischt mal, dann ist es echt ekelhaft, hier zu überholen. Aber ansonsten, wenn man freie Fahrt hat, kann man echt schnell sein. Also, ich hole schnell auf, verliere dann unheimlich viel beim Überholen. Aber da ich auch noch einen Boxenstopp machen muss, alle anderen auch, weiß ich nicht, ob... Ja, wenn du durchgefahren wärst, wäre es eine andere Geschichte. Ja, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich so noch irgendwie ein, zwei Pünktchen vielleicht... Ich habe Hoffnung, aber... Keine Ahnung. Hoffnung, das klappt. Gut. Ich meine, ich muss ja jetzt gleich auch auf Weiß wechseln, das sind nochmal langsamere Reifen als alle anderen an dem Fahren wahrscheinlich. Wieso musst du auf Weiß wechseln? Fahr doch noch ein bisschen auf Lila, wenn er mich 20 auf Gelb schickt. Ich bin immer eine Runde später auf Lila als du auf Gelb gewechselt. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, auf Gelb. Ja, aber... Wenn du in Runde 20 oder 19 auf Gelb wechselst, kannst du mit Gelb durchfahren. Ja, wenn ich auch mit 20 auf Gelb durchfahren kann, kannst du mit 19, bei 19 auch durchfahren. Warum sollte das nicht klappen? Ja doch, ich habe gerade auch auf... Du musst nur ein bisschen länger auf Lila halt noch, als geplant wahrscheinlich. Ja, ich bin gerade bei 50%. Fährst du halt in 18 oder 19, fährst du halt rein. So, ich bin 18. momentan. Ich bin fast hinter Eriksen. Diesen kleinen, coolen Typen. Der richtig fair vorbei lässt. Sie wollen, dass ich diese Runde schon reinkomme, aber das wäre doof. Nee, wie gesagt, dann fahr noch ein, zwei Runden und fahr dann auf Gelb. Weil das machen wir ja auch, die meisten. Du musst halt Gelb ein bisschen länger fahren und Lila ein bisschen länger, aber dafür musst du halt nicht auf Weiß. Okay, Eriksen geht an die Bock. Box. Bock. Danke dafür. Dann kann ich ihn so überholen. Das ist Stroll so weit vor mir. Finde ich ja nicht gut.
meine lila Reifen sind jetzt schon wirklich richtig langsam geworden. Dann geh an die Box. Ja, kann ich jetzt noch nicht. Wie viel Sekunden ist denn bei dir? 17. Vettel hat Raikön gerade überholt. Jo, jo, ich bin auf den Stein wie du, mich dreht's raus. Roter Frontflügel. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Mies. Vettel überholt mich, Raikön überholt mich. Ah, du musst keinen extra Boxenstopp machen. Ja, ich fahr halt jetzt. Ist halt ein bisschen früh. Ja. Und ich hab dann ein paar, die ich überholen muss. Unter anderem wieder Eriksen wahrscheinlich. Ah, fuck. Zum ersten Mal. Mit Punkten sind doch eher dann wichtiger. Als die Überrunde. Scheiß auf die Video. Zum ersten Mal auf diesen Scheißding gekommen. Wahrscheinlich auch da, wo es mich immer rausgehauen hat. Ja, auf hat. Den Ding, wo du gesagt hast, ja. Bin noch nie so nah dran gefahren. Dieses Mal schon und zack, weg. Ja, das geht. Aber echt, das passt von schnell. Der Kamera, denn die würde jetzt in 20 Sekunden ausgehen. Und dann kann ich sie jetzt neu synchronisieren, neu starten. Boxenstopp. Und kann nochmal auf Gelb wählen. Box ist gerade belegt, deine Mutter ist belegt. Ich bin jetzt rausgefahren. Oder bin halt noch in der Gasse, aber ich fahre raus. Boxenstopp. Können mich immer noch nicht reinholen. Ja, warte noch ein bisschen. Also jetzt bin ich aus der Gasse auch draußen. Boxenstopp. Na los, die Position kannst du dir zurückholen. Ich probier's. Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Wie viel da bist du jetzt? Siebter. Er sagt, die Position kann ich mir zurückholen. Da habe ich die Hoffnung drauf. Sollte funktionieren. Wenn die anderen natürlich an die Box gehen, komme ich ein bisschen ran. Die werden auch bald gehen. Bleib 19. Also, oder bin jetzt 19. Oder? Werde ich überholt. Das hier für ein. Oh ne. Blaue Flagge. Vettel hat mich überholt. Halt jemanden auf. Den wieder zurück überholen. Halt jemanden auf, wenn du kannst. Nee, ich will eigentlich. Ja, wenn du vorbei, einfach vorbei. Damit hältst du dir ja schon auf. Wenn du ein bisschen da mit denen battlest, hältst du dir ja auf. Du bist jetzt gerade nicht in die Box gegangen. Das hält er mich auf. Ja, die gehen, also ursprünglich war 21 geplant und 20 kann man auch gehen und jetzt ist 20 für die. Also entweder gehen sie jetzt oder sie gehen nächste Runde. Je nachdem, was sie für eine Strategie angewählt haben. Bitte Vettel, geh jetzt an die Box. Echt kein Bock. Grosjean hält mich auch ziemlich auf gerade. So, bitte sehr, hab dein Vettel aufgehalten. Dankeschön. Na, geht noch nicht an die Box. Okay, dann wird der nächste Runde gehen. 21 war ursprünglich. 20 haben sie vorgeschlagen. Würde jetzt die nächste gehen. Also gehen muss er. Oh, 15 Runden noch. Geh mir weg mit deiner scheiß blauen Flagge. Ich will davon nichts wissen. Boah, das wäre jetzt so dumm, wenn du auch noch eine Strafe bekommen würdest. Kann passieren, ist ja leider so. Kacke manchmal. Obwohl man eigentlich schneller ist.
juckt das nee, das Spiel ich bin in der blauen Flagge schon weggefahren. Okay, sauber. Jetzt gleich kommt ein Über... Ach, ich wollte ja gerade schon sagen Überrunde, aber ich muss ihn ja ganz normal überholen. Ist. Oh, hoffentlich holt er, hält er mich nicht so auf, dass Vettel wieder rankommt. Dann könntest du mich echt eine Strafe geben. Das wäre nicht so nice. Oh, es leckt wieder. Und auch noch in der Kurve, wo ich vielleicht auf diesen Ding komme. Pirotkin, wieso gehst du nicht an die Box? Komm, Mike. Please. So, Sirotkin, was geht ab? Sirotkin wird erst nächste gehen. Oder übernächste sogar. Weil die ja weiter hinten sind. Unser Abstand zum Auto vor, also ein Ferrari ist... Die Frage ist, welcher? Die Frage ist, wie komme ich da jetzt ran? Gar nicht wahrscheinlich. Hier, Sainz vor mir hat irgendwie gar keinen Bock, an die Box zu gehen. Ne, Ferrari ist schon wieder draußen, der eine. Oh, mit Ferrari, das wird schwer. Das wird schwer. Ich habe noch ein paar Runden, definitiv, aber... Eieiei. Ah, das ist hier zum Mäusemelken. Ja, für dich läuft's echt scheiße. Ziemlich hart, Kacke. Bin sehr dicht hinter Sainz, das ist Platz 3. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen. Oh, da sind ja eine Menge Autos jetzt vor mir. Noch nicht direkt in Reichweite, aber... Und du fährst fast 2 Sekunden schneller als meine Beste. Was? 1,8 oder so. Komm, Sainz, an die Box mit dir. Jawohl. Adios, Pepios. Und er hat mir sogar noch DRS mitgegeben. Hey, danke. Nein, wieder der Randstein. Das 5. Mal oder so. Was ist das so oft passiert? What the fuck? Lol, der gibt mir auch für hier DRS. Sehr eng. Geil. Und ich lerne nicht aus Fehlern. Ich merke schon. Aber diesmal ist nichts kaputt gegangen. Ich konnte es relativ gut retten. Hat aber natürlich ordentlich Zeit gekostet. Die Zeit ist bei dir das große Problem. Jep, in der Tat. Vettel erster, Raikön zweiter, ich dritter jetzt. Scheint so, als wären beide schon in der Box gewesen. Heißt, ich muss sie so überholen. 6 Sekunden von mir entfernt. Zumindest 3 können. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,9 Sekunden. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Wenn ich irgendwie zu dieser Perlenkette jetzt doch nochmal aufschießen kann, vielleicht in der letzten, vorletzten Runde irgendwie so ein paar Leute überholen kann, dann habe ich eine Chance, irgendwie 2-3 Pünktchen mitzunehmen. Oder 1-2, ja, wahrscheinlich. Ich drück dir alle Daumen. Aber dann muss ich fehlerfrei und gut jetzt hier fahren. Vor mir sind Überrunder. Sirot gehen. Du Hund, Alter, weg mit dir. Auch wieder in dieser Scheißkurve, ne? Eriksen und Sirotkin vor mir. Eriksen auch noch. Oh nee. Okay, Sirotkin habe ich. Der hat gut Platz gemacht. Eriksen. Mann, die Pizza wird mich gleich richtig glücklich machen. What the fuck?
Okay, Eriksen macht das Spielchen nicht ganz mit, aber ich bin vorbei. Weiß gar nicht, wie mich das gerade aufregt. Ja, doch, kann ich mir schon ordentlich. War so gut, aber ich meine, okay, es ist komplett mein Fehler, ja, dass ich hier hinten bin, ne? Das ist ja das Bescheid, ich reg mich ja über mich auf, also, dass ja komplett meine Schuld ist. Ich drück dir, wie gesagt, alle Daumen, dass du da noch irgendwie rankommst. Wenigstens Platz 10 dir holst. Hatte ich gerade Angst. Ich könnte dir helfen, wenn ich da wäre bei dir, aber ich bin viel zu weit weg. Abgesehen davon, dass ich schneller fahre als du. Ja. Ich sag ja auch, ich würde. Ja. Tun tue ich es nicht, weil ich kann nicht. Du kannst langsamer werden. Mein Ziel ist es jetzt, hier auf Platz 1 erstmal zu kommen. Na, das wäre auch ganz gut. Weil wobei du mich dann überholst. Dritter ist halt Dritter, ne? Das ist scheiße, wenn Ferrari Erster und Zweiter wird. Na, das stimmt. Also ist schon scheiße, wenn die Zweiter und Dritter sind. Oder Erster und Dritter oder irgendwas. Aber 25 Punkte, der Erste, 18 der Zweite. Ja, dann nehme ich ihn ein paar Punkten weg, wenn ich da Erster werde. Haben die dann auf jeden Fall erstmal, wenn die Erster und Dritter, Erster und Zweiter bleiben sollten, haben sie auf jeden Fall erstmal in der Konstrukteursmeisterschaft wieder ein bisschen Vorsprung gewonnen. Und er überholt dich auch zurück, hundertprozentig sowieso. Ja, das sowieso. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 5,6 Sekunden. Also, du ja auch. Wie gesagt, wenn ich da jetzt Erster werde, dann wären sie zwar immer noch Zweiter und Dritter und gewinnen Abstand in der Konstrukteur, aber nicht so krass, wie wenn ich Dritter bleiben würde. 10 Runden noch. Ja, das ist okay. Solange es mich nicht rausdreht, ist das okay. Ich bin fast direkt hinter Raikön. Also 20, jetzt noch 20 Runden. Was? Und ich könnte was schaffen. Achso. Es wird wohl nichts. Nee. Leider nicht. Man hat schon wieder ganz knapp kein DRS bekommen. Benzin von Dorne. Bitte umstellen auf Mischung 2 oder 3. Ich bin 2 Sekunden hinter Raikön. So viele Autos sind so. Das sind. Auf jeden Fall sind da irgendwo schon Punkte mit dabei. Komm Raikön. Fick dich. Komm von Dorne, wir machen es jetzt zusammen in der Kurve, oder? Ja, geil. Oh ja. Oh nein, die Kurve habe ich richtig Meine schlecht. Meine Box hat mich sogar für das Überholmanöver gelobt. Das habe ich richtig schlecht gemacht. Jetzt habe ich wieder ungefähr eine Sekunde verloren. Die ich schwer wiedergewinne momentan. Ja, das Überholen ist hier nicht leicht auf der Strecke, finde ich. Ich bin nur in die Kurve schlecht gefahren. Das war das Problem. Trotzdem ist das Überholen nicht schlecht. Ja, das werden wir gleich sehen. Oh, da ist irgendwas passiert. Was ist da passiert? Das war nicht bei mir. Auch nicht bei mir. Das ist vor mir. Irgendwas vor mir passiert. Oh, da ist einer raus. Weiß aber nicht wer. Bin jetzt Platz 15. Der irgendwie Hamilton oder so. Nee, das. Ziehen wir vielleicht doch an Mercedes vorbei. In Hartley oder irgendwie sowas. Bottas ist Vierter. Wo ist denn Hamilton? Das wäre voll interessant jetzt. Kann ich dir leider noch nicht sagen. Vielleicht kann ich dir irgendwann noch sagen. Okay, ich bin jetzt so dicht hinter Raikön. Magnussen ist raus. Magnussen. Okay. Ich bin jetzt so dicht hinter Raikön, dass ich DRS hab. Den muss ich jetzt eigentlich packen, Raikön. Jetzt die nächsten 2-3 Kurven. Das. Hätte ich jetzt gerade wegen dem Randschein keine Angst gehabt, hätte ich dich geholt, ey. Komm, Raikön. Fick dich, ich bremse später. Es ist mir scheißegal.
Raikön habe ich, ich muss jetzt nur noch Vettel kriegen. Und Vettel ist nochmal 5 Sekunden weg. Sauber gemacht, gute Arbeit. Da lobt mich die Box auch für. Dankeschön. Danke Box, ihr seid zu nett. In meinem Überhol immer nur, weil gerade wurde ich nicht gelobt, aber ich habe es auch nicht verdient gehabt bei dem Moment. Aber ich bin jetzt Platz 14. So, einmal kurz auf die Karte gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Plätze. Ich sehe Vettel da vorne in der Kurve. Ziemlich weit weg noch. Ich glaube, Hamilton ist irgendwie Platz 7 oder so, habe ich gerade ungefähr so an der Karte erkannt. Laut Zeit 4 Sekunden, gute 4 Sekunden. Komm, du musst in die Punkte Platz rein irgendwie. Platz 8, glaube ich, sind 4 Punkte. Weiß nicht, ob das reicht, um vor dir zu bleiben insgesamt. Weiß ich nicht. Du musst einfach in die Punkte rein, komm. Mach keinen Scheiße, schaff es einfach und ich will einfach Erster sein. Damit tue ich uns beiden gut. Und mir selber natürlich noch mehr, aber wie gesagt. Aber wenn du nicht Erster wirst, dann überholst du mich vielleicht nicht. Ja, was? Das holst du schon wieder raus. Ich kann Vettel Schatzi nicht Erster werden lassen. Das stimmt. Das machen wir nicht. So ein spannender Weltmeisterschaftskampf, das ist der Hammer. Der Song ist krass. Ja, ist auch viel passiert. Ja. Das ist das Coole daran. Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Hartley, wie machen wir es jetzt? Überhole ich dich hier außen schon? Ja, mache ich. Offensichtlich. Ja, das war gefährlich. So, ich bin Platz 13. Ja, guck mal. Spüre meine Reifen. Ja, ich will nicht nachgucken, wie wenig Prozent ich hab. Bist du jetzt auf welchen Reifen bist du? Gelb. Aber du weißt doch, wie ich mit meinen Reifen umgehe. Ja. Ich meine, ich muss Rabiat. Ja. Ich muss ja absolut crazy gerade fahren, um irgendwas zu bekommen. Okay, und das mache ich auch. Hat gerade jemanden überrundet. Stroll ist das hier. Stroll muss ich jetzt überrunden und dann Vettel einholen. Komm, please. Noch 5 Runden. Puh. Ist nicht einfach. Das so, was habe ich alles eins? Wird nicht einfach. Oh, das wird echt. Für dich nicht und für mich. Kritische Kiste. Bin jetzt fast an der mehr oder weniger Perlenkette. Die hat sich so ein bisschen auseinandergetan, aber schon doch noch relativ nah aneinander. Da bin ich jetzt der letzte Fahrer. Er sagt mir gerade, meine Reifen sehen super aus, brauche ich mir überhaupt keine Gedanken zu machen. Ich glaube, diesen Funkspruch werde ich in der F1 2018 nie hören. Er hat mir gerade wirklich gesagt, ich kann mal kurz nachgucken, mein Schwächster hat 22. Hier sind immer so zwischen 15 und 20 bei mir gerade. Ich habe ja nicht mehr zu lange zu fahren. Danke Leclerc. Komm, 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 Vettel. Ich komme immer näher, aber er ist noch ein Stück entfernt. Fahrer hinter mir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Sehe die Punkte schon. Dann hol dir sie. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,25,0. Komm, Perez, mach jetzt keinen Stress. Oh, ist da gerade einer aus der Box gekommen oder überholen die sich da gerade gegenseitig? Okay, die Lücke zu deinem
glaube leider letzteres. Da ist natürlich noch einer dazugekommen aus der Box, wäre das natürlich absolut phänomenal. Boah, bin ich aufgeregt. Erstmal ohne Hände am Lenkrad fahren. Auf der Startziel, kann man auch mal machen. Die Hände ein bisschen abtrocknen. Bis Platz 8 ist hier gerade alles mit dabei. Das solltest du hoffentlich noch schaffen. Ich bin Platz 11, letzter Platz, der nicht in den Punkten ist. Guck mal an, hätte ich niemals damit gerechnet. So oft, wie es dich rausgedreht hat. Komm schon, Platz 8 wären 4 Punkte, glaube ich. Das wäre so wichtig. Ich bin so nah an Vettel gerade. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich keine Scheiße baue. Und dann kann ich gleich an ihm vorbeiziehen. Spätestens Startziel. Sollte ich das schaffen. Außer ich rutsche jetzt weiter ab, wie gerade eben. Da zieht er mir ein bisschen davon. Dann echt was ausmachen, diese 4 Punkte. Ja klar. Punkte haben oder nicht haben, ne? Ja, wobei das Startziel, da ist Ferrari wahrscheinlich schneller als ich. Aber ich habe DRS und kleb so hart hinter ihm. Fuck my life. Ich ziehe vorbei. Ich bremse früher als er, aber ich ziehe trotzdem in die Kurve rein. Noch DRS von ihm mitgenommen. Punkte. Oder ein Punkt. Wegfahren, einfach wegfahren von Hamilton. Von Hamilton, von Vettel. Ohne einen Crash, einfach wegfahren jetzt. Ja. Du sagst ohne Crash, ich so Crash. Echt jetzt? Über Frontflügel, ja, genau in dem Moment, als du es gesagt hast. Das war keine Absicht. Ocon hat es mir schwer gemacht. Wir sind zweimal sogar jetzt aneinander geschossen, aber ich bin irgendwie vorbei jetzt. Fahrer vor mir. Grosjean, als ob. Okay, Platz 8 ist realistisch, das nehme ich mir jetzt noch vor. Aber Platz 7, keine Ahnung, wo die sind. Hamilton hast du noch nicht gesehen, ne? Nee, den habe ich nicht gesehen. Der ist wahrscheinlich dann da. Das ist Platz 6 oder irgendwie so in der Richtung. Zwei Runden noch. Ich habe noch zwei Runden. Fahr gerade auf Full Power, Fett, ERS. Mir alles ein bisschen aufgewahrt für das Wegfahren von ihm. Das war, denke ich, ganz klug. Meine Hände schwitzen. Ja, es geht mir gerade auch so. Schon die ganze Zeit. Voll nervig. So, Groscher. Gerade gar nichts anderes im Blick. Mit nur die DRS. Strecke. Mal auf die Kamera gucken. Aber das nimmt auf jeden Fall noch auf. Das sollte von der Aufnahmezeit her passen. Das habe ich heute gut hingekriegt. Jedes Mal schon. Sowohl bei Deutschland als auch hier jetzt. Fahrer vor mir. Ja, okay. Platz 7 schaffe ich nicht mehr. Wer ist es? Das ist deine letzte Runde des Rennens. Letzte Runde. Für mich. Last Round. Du hast noch eine mehr. Uiuiui, das war
kritisch. Vor mir nochmal ein Überrunder. Das ist Van Dorn. Aber den sollte ich nicht mehr kriegen. Holy shit. Bin gleich echt auf die Rangliste gespannt. Ja, ich auch. Das wird nochmal spannend, Leute. Bin jetzt auch immer in der letzten Runde. Tank ist komplett leer. Ey, erst nochmal hoch. Die letzte Kurve ist das, die vorletzte. Hier nochmal reindrehen. Und jetzt nochmal die Rechtskurve vor der Startziel. Schön langsam, schön sicher. Beschleunigen. Karierte Flagge. Yes! Der nächste Sieg für Red Bull. Diesmal kein Doppelsieg, diesmal nicht Erster und Zweiter. Aber trotzdem sollten für beide Punkte drin sein. Nochmal schnell zu dir schalten. Die letzten paar Sekunden, Minuten, vielleicht auch nochmal Thumbnails machen. I don't know. Jawohl. Bitte nichts verbocken. Ganz entspannt fahren. Hast einen passablen Abstand zu deinem Hintermann. Sollte alles möglich sein. Krass, Platz 8. Obwohl du ungefähr 5-6 Mal dich rausgedreht hast. Ja. Starke Leistung, verdammt gut gefahren. Schade, dass es nur so ein Platz geworden ist. Boah, war das anstrengend. Ja, hui. Fand ich auch. Ich war auch nur so 3 Sekunden war ich, glaube ich, vor Vettel. Zum Glück 3 Sekunden. Ich habe mir da das fette Fahrgemisch und ERS noch schön aufgehoben, dass ich von ihm besser wegkomme. Beide Ferraris natürlich da. Aber wie gesagt, immerhin ein Red Bull Erster. Mein nächster Sieg, das ist der 4. Ich bin stolz drauf, muss ich echt sagen. Ungarn, die Strecke gefällt mir auch. Aber es war schon nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin stolz drauf. Ja, Ungarn ist schon eine tolle Strecke, wenn man dann auch... Lol, jetzt regnet es bei mir gerade. Ja. Kann man wenn machen. Man nicht so häufig auf diesen Randstein kommt. So, okay. Hamilton ist auf Platz 6 gelandet. Rangliste. Ja, du bist an mir vorbei. 5 Punkte. Vettel auch. Ja, das sowieso. Ja. 4. Platz, Leute. Ein Platz nach oben gerutscht. Aber das Wichtige ist, nicht, dass ich an dir vorbei bin, das ist total unwichtig, meiner Meinung nach. Das Wichtige ist, dass ich 4 Punkte hinter Vettel bin. 4 Punkte hinter Vettel, das war ganz wichtig, dass ich hier gewonnen habe. Und auch nur 9 Punkte hinter Raikkonen. Also... Wir sind in der Konstrukteursmeisterschaft aber auf jeden Fall an Mercedes vorbeigezogen und sind 18 Punkte hinter Ferrari. Also der Abstand hat sich vergrößert. Aber nur minimal. Auch nur 2 Punkte vor Mercedes. Ja, wie gesagt, wenn wir einen Doppelsieg, wäre natürlich besser. Oder wenn du weiter mit vorne, muss ja kein Doppelsieg sein. Aber dadurch, dass ich Erster geworden bin, sind wir auf Platz 2 gerutscht. Das ist auf jeden Fall gut. Das freut mich, dass du noch Punkte geholt hast. Dadurch sind wir auch weiter vorgerutscht. Ja, nur hättest dadurch. Hättest du keine Punkte geholt. Also was heißt nur dadurch, aber ja. Hättest du keine Punkte geholt, dann wären wir nicht vorbei. So, das heißt, ich bin nicht mehr in direkter Reichweite von Platz 1 mit 29 Punkten. Du schon mit 24. Wow. Aber, ja. Dieser Unterschied. Du bist dran, ich nicht. Also andersrum, weißt du ja, ne? Ja, ich denke mal, wir werden die nächsten Rennen wieder zusammen... dann doch von Platz 4 und 5 auf irgendwie weiter 4, 3, 2, 3 und irgendwann 1 und 2 und so hochrutschen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Da könnt ihr mit dabei sein. Belgien wird cool. Schaltet einfach. Belgien wird cool. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein. Ciao.